meisten von Ihnen werden wissen, dass hier, so da, im Laufe des Abends zwei mehr oder weniger angezwitscherte Senioren ein bisschen rumtänzeln. Die habe ich aber jetzt mal an die Schiffsbar geschickt, damit ich Ihnen auch hier ein paar Fakten erzählen kann. Das Teil, wo ich drauf sitze, liege, was hier nach vorne gefahren ist, was im Übrigen auch drehen kann, es wiegt 10 Tonnen. 10 Tonnen ist eine ganze Menge. Wer sich das nicht vorstellen kann, ich glaube, das ist einfacher, stellen sich mal 8.834 Flaschen griechischer Wein vor. Das ist schon ziemlich heftig, würde ich sagen. Man kommt eine ganze Zeit lang damit aus. Also so viel wiegt dieses Teil. Es kann nach vorne fahren, es kann sich aber auch in sich drehen. Also keine übliche Drehbühne, wo der Bühnenboden sich dreht, sondern das ist ein Koloss, der auf dem Bühnenboden nach vorne fährt, sich auch drehen kann. Natürlich mit irrsinnig starken Motoren, 10 Tonnen wie gesagt. Und damit das Stück in den Übergängen so fließend ist, wie es ist, was ja toll ist, sonst gibt es immer Blackout, dunkel, warten auf die nächste Szene, dann geht's weiter, ist es eben eine Drehbühne, die in Tortenstücken gebaut ist. Also ist so, dass jetzt hier diese Hochzeitssuite, die steht jetzt hier und wenn das Ding sich drehen würde, kämen wir an den nächsten Schauplatz, den stelle ich Ihnen dann gleich vor, und an den übernächsten Schauplatz und so weiter, so kann das Ganze fließen. Wir Darsteller gehen dann immer durch diese Türen ab, wenn wir wissen, durch welche. Das ist bis heute noch nicht immer ganz klar, weil hier stehend in der Hochzeitssuite ist mir ganz klar, wo ich da raus muss, aber ich weiß manchmal nicht so genau, wo ich rein muss auf der anderen Seite. Und noch dazu, wenn das Ganze sich dreht, kriegt man ein bisschen einen Drehwurm. Und natürlich gibt es da auch immer mal ein paar Pannen, Stromausfall oder Computerabsturz. Und dann ist es tatsächlich so, damit Sie da vorne trotzdem ungestört die Vorstellung genießen können, sind da hinten 10 Bühnenarbeiter, die das Ding händisch schieben und drehen. Ich glaube, dafür haben Sie mal einen Applaus verdient. Ich möchte noch dazu betonen, nicht nur das Teil von 10 Tonnen schieben die, sondern mitunter mit uns Darstellern auch noch drauf, weil wir natürlich uns einrichten für die nächste Szene, damit es gleich weitergeht. Also uns schieben sie auch noch mit. Wenn schon geschoben wird, dann volle Kanne. So, das Geheimnis von so einer Hochzeitssuite ist natürlich die Architektur. Also man sieht ja hier, das ist also dezente Farben, ne? Einfache Strukturen, geschmackvolle Ausstattung, also ich denke mal, so möchte man wohnen. Ja, Sie lachen, wir hatten schon Angebote aus Russland. Ja. Und selbst Goethe bestätigt hier ja, glaube ungefähr an dieser Stelle allabendlich, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein.